Also wegen mir könnten wir anfangen. Kann man das Licht ein bisschen runter oder bleibt das so die ganze Zeit? Okay. Ja, als mich die Veranstalter Dieter Hagenbach hier gefragt hat, ob ich zum Thema LSD und Inspiration was vortragen will, habe ich erstmal zugesagt, weil ich dachte, ach, das ist doch ein prima Thema. Und als ich mich dann ranmachte, habe ich festgestellt, dass eigentlich schon der Titel zwei Unbekannte enthält. Was LSD ist, wissen wir zwar seit Albert Hofmanns Erfindung. Die Formel, die chemische Formel, ist ebenso bekannt wie die Wege zur Synthese und Herstellung. Insoweit, was die materielle Substanz angeht, herrscht Klarheit, aber das ist auch fast schon alles, was wirklich bekannt, klar und eindeutig ist. Sobald ein Staubkorn dieser Substanz, ein paar Millionstel Gramm, mit einem Gehirn zusammenkommen, beginnt etwas Rätselhaftes, Merkwürdiges, Wunderbares, von dem wir allen Fortschritten in der Neurowissenschaft, in der Gehirnbewusstseinsforschung zum Trotz bisher nur ganz vage Vorstellungen haben. Das beginnt schon mit der Entdeckung des LSD, die, wenn man Albert Hofmann folgt, ja gar keine Entdeckung war, denn er hat immer wieder betont, es nicht gefunden zu haben. Das LSD ist zu mir gekommen. Gestern habe ich ihn besucht und da fiel dieser Satz auch wieder. Also es ist nicht einfach nur von ihm mal so gesagt, das ist zu mir gekommen, sondern er behauptet nach wie vor, er hat es nicht gefunden, es ist gekommen. Auf der Suche nach einem Kreislaufmittel hatte er im Labor von Sandeau das Alkaloid erstmals im November 1938 synthetisiert und es der pharmakologischen Prüfabteilung überreicht, die es aber schnell wieder verworfen hatte. Fast 5 Jahre ruhte die Formel für das scheinbar wertlose Muster dann im Archiv, doch im April 1943 bei einer Frühstückspause mit einem Honigbrot und einem Glas Milch entschloss er sich, die abgelegte, fast schon vergessene Substanz erneut herzustellen. Kann man sich ja fragen, wie inspirieren ein Glas Milch und ein Honigbrot, dass einem dann die Idee kommt, ach ja, da gab es noch was, das mache ich jetzt mal. Es hat vermutlich mit der zweiten Unbekannten in unserem Vortrag zu tun, Inspiration. Wikipedia definiert Inspiration als Beseelung, Einhauchen von Leben, Ausstatten mit Geist. Also den Empfang kreativer Ideen, das Einatmen und den Empfang göttlicher Offenbarung. Wenn wir Beseelung, Geist, göttliche Offenbarung mal einen Moment beiseite lassen, scheint erstmal klar, was mit Inspiration gemeint ist. Wer sich aber genauer mit einer essentiellen Banalität wie zum Beispiel dem Atmen beschäftigt, der weiß, dass es dabei um alles andere als um etwas Banales geht. Bei Begriffen wie Beseelung, Geist, Offenbarung wird es erst recht kompliziert, das lassen wir im Moment mal weg. Nehmen wir also als Inspiration den landläufigen Begriff Empfang kreativer Ideen. Wenn man den Mensch als Problemlöser betrachtet, dann sind kreative Ideen das, was ihm bei der Aufgabe beim Problemlösen hilft. So sind zum Beispiel von der Erfindung des Rads angefangen, aber tausende Erfindungen in dieser Richtung gemacht worden, um das Problem des Transports von A nach B zu lösen und immer weiter zu optimieren. Eine einfache Idee unterscheidet sich von einer kreativen Idee dadurch, dass durch die kreative Idee was Neues erschaffen wird. Also die Idee, es wäre toll, wenn man seinen Körper per Knopfdruck von A nach B transportieren könnte, mit einem kreativen Einfall zu lösen, wie man so eine Plattform zum Beamen wie aus dem Raumschiff Enterprise baut. Also das Problem zu lösen, wie man Billionen Teilchen am Zielort wieder richtig zusammensetzt. Wie kreative Ideen strukturell aussehen, schauen wir uns an dem Beispiel an. Sie kennen das vielleicht. Gegeben sind 9 Punkte und man soll versuchen, alle miteinander zu verbinden,
in nur 4 Strichen ohne abzusetzen. Wenn man dann anfängt, mit Stift und Bleistift zu probieren, merkt man, so leicht funktioniert es nicht, bis man dann auf den Trichter kommt. Man muss es so machen. Mein Freund Eberhard Senz hat dieses Beispiel in seinem Buch Am Fluss des Heraklit mal gebraucht, um für einen Perspektivwechsel im Blick auf den Kosmos und die Psyche zu plädieren. Es zeigt auf ganz einfache Weise, wie kreative Ideen mit Entgrenzungen, mit einem neuen Verhältnis von innen und außen zu tun haben. Wir müssen da über die Grenze rausgehen, um das Problem zu lösen. Und eben solche Entgrenzung ist das wichtigste Charakteristikum der Wirkung von psychedelischen Substanzen im Allgemeinen und LSD im Besonderen. Sie erweitern die Grenzen, die unserem Bewusstsein normalerweise gesetzt sind, und öffnen, um mit dem berühmten Wort von Huxley zu sprechen, die Pforten der Wahrnehmung. Wenn also Inspiration, der Empfang kreativer, origineller Ideen auf einer Entgrenzung, einer Erweiterung des normalen Bewusstseins beruht und LSD die stärkste bekannte Substanz darstellt, die eine solche Entgrenzung bewirkt, dann scheint es lohnend, auf den Zusammenhang dieser Wirkung und der Inspiration einzugehen. Schon bald nach der Entdeckung durch Albert Hofmann setzten denn auch Forschungen ein, diesem Zusammenhang auf die Spur zu kommen. Neben Medizinern, die sich von der Erforschung der erstaunlichen Wirkung des LSD Aufschlüsse über die Funktionsweise des Geistes und der Geisteskrankheiten erhofften, und neben den Geheimdiensten, die auf der Suche nach einem Wahrheitsserum, einem Mittel zur Bewusstseinskontrolle waren und auch vor grausamen Experimenten nicht zurückschreckten, waren es vor allem Kreative und Kreativitätsforscher, die sich für diese Substanz interessierten. Einer der Pioniere in dieser Forschung war der kalifornische Psychiater Oscar Jenninger, der 2001 gestorben ist. Nachdem er 1954 seine erste LSD-Erfahrung gemacht hatte, erforschte er dieses Phänomen bis an sein Lebensende. Im selben Jahr hatte Huxley seine Doors of Perception, die Pforten der Wahrnehmung, über seine Erfahrungen mit Mescalin veröffentlicht, das zu einem Grundlagenwerk der psychedelischen Bewegung wurde. Im selben Jahr, 1954, gelang auch dem US-Pharmakonzern Eli Lilly die rein chemische Synthese von LSD, die den Mutterkornpilz als Grundsubstanz zur Produktion überflüssig machte. Die USA und damit die CIA waren damit unabhängig von LSD-Lieferungen aus der Schweiz. Doch anders als die Geheimdienstler und Regierungsagenten war Jenninger nicht an Gehirnwäsche und Bewusstseinskontrolle interessiert, sondern an Bewusstseinserweiterung und Kreativität. In seiner Praxis am Wilshire Boulevard in Los Angeles verabreichte er von 1954 bis 1962 an 960 Freiwillige LSD, darunter zahlreiche Künstler und Kreative. Mit seinem vielleicht berühmtesten Patienten, Cary Grant, führte er fast 100 Sitzungen durch. Ich mag eigentlich keine Drogen, aber LSD hat mir sehr gut getan. Ich finde, alle Politiker sollten es nehmen, sagt Cary Grant. Und eigentlich kann man das heute immer noch ganz genauso unterschreiben und sehen. Was Jenninger bei seinen Forschungen zuerst interessierte, war die Frage, ob es bestimmte Konstanten der LSD-Erfahrung gibt, die bei allen Klienten auftauchen. Anhand der Berichte, die er die Probanden nach jeder Sitzung schreiben ließ, legte er ein Karteikartensystem an und sortierte dann hunderte von Karten nach einem Q-Sort genannten System in ein grobes Raster. Dabei stellte es sich sehr bald heraus, dass es tatsächlich eine Konstante der LSD-Erfahrung gibt, nämlich die, dass es keine Konstante gibt. An dieser Aufstellung sehen wir sehr schön die Gegensätze, und dass es tatsächlich schwer ist, von einer charakteristischen Erfahrung zu sprechen. Jede dieser genannten Erfahrungen war aber bei Jenningers Klienten aufgetaucht, und zwar so oft genug, um als charakteristisch angenommen zu werden. Auch wenn in dieser Liste hier die negativen Punkte zu überwiegen scheinen, beschrieben fast alle Klienten die Erfahrung insgesamt als positiv. Über 70% wünschten sich einen weiteren Versuch.
Bei den teilnehmenden Künstlern, es waren insgesamt über 100 Maler, Musiker und Autoren, war die Zustimmung sogar einhellig. 40 Jahre nach Jenningers Versuchen machten Mitarbeiter von MAPS eine Follow-up-Studie mit 46 Teilnehmern, die sie noch ausfindig gemacht hatten. Alle bestätigten ihre positiven Bewertungen und erinnerten sich auch nach Jahrzehnten noch genau an dieses Erlebnis, das für viele eine ganz einschneidende Bedeutung hatte. Als diese Nachfolgestudie kurz vor Oskar Jenningers Tod 2001 erschien, schrieb er im Vorwort: Mein wachsendes Verständnis der eigentlichen Natur der LSD-Erfahrung ist, dass sie nicht notwendigerweise psychotherapeutische, mystische oder spirituelle Gedanken fördert oder mit einer bestimmten Gruppe systematischer Ideen zu tun hat. LSD scheint vielmehr eine Verschiebung des fundamentalen Referenzrahmens der Wahrnehmung zu erzeugen, auf dem unser gängiges Konzept der Realität beruht. Dieser Wandel unseres gewohnheitsmäßigen in der Welt sein kann zu einer profunden seelischen Erschütterung und zu erstaunlichen Einsichten führen in die Natur der Realität und darüber, wie unsere persönliche Existenz geformt ist. Erstaunliche Einsichten in die Natur der Realität und unsere persönliche Existenz. Eben das, was wir von den genialsten Hervorbringen der Kunst und der Wissenschaft erwarten. Neue Einsichten in die Realität, in das, was wir normalerweise für außen halten, und in die Persönlichkeit, die Gefühle, das Unterbewusste, in unser Inneres. Kein Wunder also, dass die vor allen Dingen Künstler und Kreative von der LSD-Erfahrung sich angesprochen fühlen und nahezu einhellig betonten, wie bedeutend diese Entwicklung und diese Versuche, die sie bei Jenninger gemacht haben, für sie war. Diese Pionierarbeit bei der Erforschung des Zusammenhangs von LSD und Kreativität sind viele weitere Studien ähnlicher Art gefolgt, alle mit ähnlichem Ergebnis, sodass Stanley Krippner, der 85 diese Studien zusammenfasste, er war auch vor 2 Jahren hier bei der Konferenz, feststellt, es gibt keinen einheitlichen psychedelischen Zustand. Und es gibt insofern auch keine Einbahnstraße von der LSD-Einnahme zu einer Erweiterung des kreativen Potenzials. Vielmehr scheint diese über einen Umweg zu laufen. Die LSD-Erfahrung führt zu neuen Einsichten in die Natur der Realität und der Persönlichkeit, und diese veränderte Wahrnehmung wirkt dann inspirierend und kreativitätsfördernd. Im Juli 92, ihr wisst schon, meldete die Deutsche Presseagentur über die auf einem Gletscher gefundene Eismumie: Ötzi war high. Der im September 91 im Tiroler Ötztal gefundene Eismann, eine 5300 Jahre alte Mumie, hatte urzeitliche Rauschmittel bei sich. Innsbrucker Wissenschaftler identifizierten die bei ihm gefundenen Pilze als Halluzinogene. Am Anfang der Kultur, der Religion, der Wissenschaft stehen die Pflanzen der Götter, und es besteht guter Anlass, diese Behauptung wörtlich zu nehmen. Denn vieles spricht dafür, dass die ersten bekannten kreativen Werke der Gattung Homo sapiens, über 40.000 Jahre alte Fels- und Höhlenzeichnungen der Jungsteinzeit, von Halluzinogenen induziert waren. Dass auf diesen Zeichnungen nicht nur Tiere und Menschen, sondern häufig auch Chimären, Mischwesen aus Tieren und Menschen auftauchen, ist seit jeher für den schamanistischen Ursprung dieser Kunst gedeutet worden. Doch erst der Archäologe David Louis Williams konnte 1988 anhand der Ikonografie dieser Zeichnungen überzeugend aufzeigen, dass sie den Stadien eines schamanistischen Trancezustands entsprechen und sich deshalb die Motive dieser archaischen Kunst überall finden. Von den Felsen der Drakensberge in Südafrika über die Höhlen des französischen Lascaux bis zur Felsenmalerei der Ureinwohner im heutigen Kalifornien. So umstritten diese neuropsychologische Theorie der steinzeitlichen Kunst bei den Mainstream-Archäologen auch sein mag, das ernsthafteste Argument, was sie dagegen vorbrachten, dass nämlich solche Pflanzen gar nicht überall auf der Welt vorhanden seien, trifft nicht zu. Pilze zum Beispiel, wie sie Ötzi bei sich trug, waren überall in Nordeuropa verbreitet. Wie Gordon Wasson, Albert Hofmann und andere gezeigt haben, hier sehen wir die Strukturen der Felszeichnung, auf die ich später noch zurückkomme.
Wie Wossen, Hofmann und andere gezeigt haben, war auch in Eleusis, dem größten Heiligtum der griechischen Antike, das bis zu seiner Zerstörung durch christliche Barbaren im 4. Jahrhundert fast 2000 Jahre lang existierte, ein psychedelischer Trank erreicht worden, der das Bewusstsein über den normalen Traumzustand ebenso hinaushob wie über die damals üblichen dionysischen Ekstasen. Das Bild zeigt Albert Hofmann vor den Ruinen des Telestrion in Eleusis, der größten Tempelanlage Griechenlands, deren Zentrum ein riesiger, fensterloser Saal bildete. Erst die Entdeckung, dass der Trank, der allen Initianten vor Betreten des Tempels gereicht wurde, aus dem Mutterkornpilz gebraut war, konnte erklären, warum es in diesem riesengroßen Saal völlig dunkel war. Es war kein Theater, kein Krippenspiel zu Ehren der Demeter, was dort aufgeführt wurde, wie die Altphilologen bis dahin annahmen, sondern ein inneres Erleben. So eindrucksvoll, dass sich alle an das strenge Gebot hielten, über das Erlebte nicht zu sprechen oder zu schreiben. So raunen denn auch die großen Schriftsteller wie Sophokles nur über das Erlebte. Dreifach glücklich jene unter den Sterblichen, die, nachdem sie diese Riten gesehen haben, zum Hades schreiten, ihnen allein ist dort das wahre Leben vergönnt. Ehrfurchtsgebietende dunkle Äußerungen wie diese liegen in großer Zahl vor. Dass gebildete Griechen und römische Staatsmänner wie Cicero oder Marc Aurel, die auch nach Eleusis gingen, von einer Art antiken Oberammergau sich beeindrucken ließen, ist sehr unwahrscheinlich. Es war die psychedelische Wirkung des Kykelos, des heiligen Tranks, der Eleusis seine Ausnahmestellung in der Antike verschafft. Historisch betrachtet steht der Zusammenhang von psychedelischer Erfahrung und Inspiration, also bereits vor über 2500 Jahren im Abendland in Blüte. Und der erste große abendländische Erfinder oder Entdecker, den es in diesem Zusammenhang zu nennen gilt, ist dieser Herr, Platon. Er wohnte an der Straße von Athen nach Eleusis und hat mit einiger Sicherheit mehr als nur einmal an den Riten dort teilgenommen. Seine Lehre vom immateriellen Reich der Ideen, von dem die sinnlich wahrnehmbare Realität nur ein Abbild, einen Schatten darstellt, und seine im berühmten Höhlengleichnis dargelegte Erkenntnistheorie, nach dem der Normalzustand des Bewusstseins nur eine Art Illusionstheater ist, während die eigentliche Realität außerhalb der Höhle ist, im Licht. Diese ganze sogenannte idealistische Philosophie wird erst auf dem Hintergrund des Lichts von Eleusis verständlich. Ich habe das in einem anderen Buch über das sogenannte Übernatürliche ausführlicher dargestellt und will hier kein Philosophieseminar halten. Doch festzuhalten ist, dass Platon über dieses eigentliche Erlebnis nie geschrieben hat und dies auch in seinem letzten autobiografischen Brief begründet. Platon schrieb: Von mir selbst wird es keine Schrift über diese Gegenstände geben, noch dürfte einer erscheinen, lässt es sich doch in keiner Weise wie andere Kenntnisse in Worte fassen. Platon liegt damit ganz auf der Linie, die auch die großen Weisen des Ostens in der Nachfolge Buddhas einschlagen, wenn sie auf die Frage nach dem Eigentlichen antworten: Wer es sagt, weiß es nicht, wer es weiß, sagt es nicht. Objektive, allgemeine Beschreibungen außergewöhnlicher Bewusstseinszustände, die nur und ausschließlich subjektiv erlebt werden, sind eben nicht möglich. Genauso wenig wie die schon erwähnte Reduktion von Kreativität und Inspiration auf die Wirkung einer Substanz. Wenn ein Rinderzüchter Opium nimmt, wird er nur von Ochsen träumen, notierte einst schon Thomas de Quincey, der berühmte Opiumesser. Und dieses Diktum gilt umso mehr bei so unspezifischen Katalysatoren und Verstärkern wie LSD und verwandten Psychedelika wie Psilocybin, Ibogain oder Dimethyltryptamin, DMT. Allerdings lassen sich bei den psychedelischen Visionen durchaus bestimmte Konstanten feststellen. Ausgehend von den sogenannten entoptischen Mustern, die in unserem Sehsystem angelegt sind und die noch nichts mit veränderten Bewusstseinszuständen zu tun haben. In tiefen Trance-Stufen jedoch werden diese Muster immer figürlicher, wie wir an der Aufstellung von Louis Williams sehen. Er geht von drei Zuständen der Trance aus, die man hier auf diesem Diagramm sieht. Und je
niedriger man kommt, je tiefer man geht, umso figürlicher wird das Ganze. Es sind drei verschiedene Weltregionen, die hier abgebildet sind, und die Muster sind sich äußerst ähnlich. Ich kann diesen Zusammenhängen jetzt im Detail auch nicht nachgehen, empfehle allen Interessierten als ersten Überblick dazu das Buch von Graham Hancock, Supernatural. Dort findet sich auch einiges über das Motiv, über das ich jetzt noch sprechen will und das mir zentral scheint, von den Schamanen der steinzeitlichen Höhlenmalerei bis zur ganz modernen Wissenschaft. Und dieses Motiv sind die Schlangen. In der rudimentären Form haben wir sie eben schon mal kurz gesehen, hier in der Reihe 4 dieser Aufstellung. Am Anfang, wie gesagt, noch von unserem optischen System und dann immer figürlicher werdenden Darstellungen von sich so schlängelnden Linien. Hier sehen wir sie in ausgeprägterer Form aus einer Felsenzeichnung am Drakensberg in Südafrika, 35.000 Jahre alt, wie die Schlange eine in die Länge gezogene menschliche Figur umwindet. Wer von Ihnen mit LSD oder ähnlichen Substanzen Erfahrung hat, kennt vielleicht die bisweilen auftretende körperliche Verwirrung, wenn einem die Arme viele Meter lang scheinen oder der Blick zu den Füßen wie in einen Abgrund. Professor Louis Williams, der im Übrigen selbst nie eine dieser Substanzen genommen hat, mit denen er die steinzeitliche Ikonografie wie kein anderer erklären kann, führt die in allen schamanischen Kulturen auftauchenden länglichen Figuren auf diese Körpererfahrung zurück. Was sagt uns der von der Schlange umwundene Mensch? Jeremy Nabi, der ja auch hier auf dem Symposium sprechen wird, morgen glaube ich, hat die Heilkunst von Schamanen im Amazonasgebiet erforscht, die in ihren Zeremonien Ayahuasca, den DMT-haltigen Wein der Seele, verwenden und behaupten, ihr Heilwissen von einer Schlange zu haben, die bei ihren Visionen mit ihnen in Kontakt tritt. Dass man von einem visionären Zustand, halluzinativen Zustand Wissen erwerben kann und noch dazu ein schlangenartiges Wesen als Vermittler dieses Wissens bezeichnet, scheint für unser westliches Verständnis erstmal ziemlich absurd. Und so schien es auch Nabi, als er mit seinen Forschungen begann. Doch im Amazonasgebiet gibt es über 70 Völker, deren Heiler mit Ayahuasca arbeiten, und das Wissen, das diese Schamanen über die Wirkung von Heilpflanzen besitzen, kann sich mit dem der Forschungsabteilungen großer Pharmakonzerne messen. Ja, es ist ihnen sogar überlegen, wenn man bedenkt, dass 3/4 unserer modernen westlichen Medikamente auf Pflanzenbasis letztlich auf diesen Pflanzenkenntnissen beruhen. Einem Wissen, von dem die Schamanen behaupten, dass sie es vermittels der Schlange direkt von den Pflanzen haben. Jeremy Nabi ist dem Rätsel auf die Spur gegangen, und dass die Schlange in vielen alten Kosmologien als Ursprung des Lebens gilt, hat, dass die Symbolik vieler Kulturen von Schlangengöttern und gewundenen Schlangen durchsetzt ist, dass den männliches und weibliches vereinenden Schlangen in allen, nahezu allen Schöpfungsmythen eine zentrale Rolle zukommt, als göttliches Zwillingswesen. Auch diese offensichtliche mythologische Bedeutung der Schlange konnte das Rätsel der schamanischen Kommunikationsform nicht erklären. Jeremy Nabis Lösung, hoppla, eben kurz nochmal zurück, das ist der Titel seines Buchs, in dem er darüber schreibt. Nabis Lösung, die er in seinem Buch Die kosmische Schlange darlegt, ist ebenso tiefgehend wie weitreichend. Die Schlange, denen die Schamanen ihr Wissen verdanken, ist die DNA, die Zwillingsschlange der Doppelhelix, der tatsächliche Speicher und Ursprung allen Lebens auf diesem Planeten. Wir können diese äußerst spannende Hypothese, die Frage, kann man auf DMT die DNA sehen, hier nicht weiter im Detail erörtern. Ich empfehle Ihnen Jeremys Buch und die Vorträge auf dieser Konferenz dazu. Bevor ich aber einen Sprung mache vom archaischen Wissen und dem schamanischen Röntgenblick des Regenwalds in die Labors der Neuzeit, noch kurz etwas zur DNA. Dieses Wunderwerk der Nanotechnologie, 10 Atome breit und 2 Meter lang, ist vom Bakterium bis zum Blauwal
in jedem Lebewesen enthalten und pflanzt sich seit vielen Milliarden von Jahren fort. Es enthält einen Code aus nur 4 Buchstaben, in dem alle Informationen abgelegt werden, sowie einen Übersetzungsmechanismus, mit dem dieser 4-Buchstaben-Code in einen 20-Buchstaben-Code, nämlich die 20 Aminosäuren, übersetzt wird. Das Erstaunliche und Rätselhafte aber ist, dass nur ein Bruchteil des 2 Meter langen DNA-Moleküls für das gebraucht wird, was wir den genetischen Code nennen. Den ganzen Rest, über 95-97% der DNA, ist für die Molekularbiologen nichts anderes als Junk. Junk-DNA, nutzlose, sinnlose Buchstabenketten, die keinerlei Bedeutung haben. Da es den Regeln der Evolution widerspricht, dass nutzlose Wurmfortsätze über Milliarden von Jahren mitgeschleppt werden, steht die Biologie hier vor einem echten Rätsel. Ein Hinweis darüber, was es mit dieser Junk-DNA auf sich haben könnte, erhielt ich Mitte der 90er Jahre bei einem Gespräch mit dem Pionier der Biophotonenforschung, Fritz Popp. Dieser hatte die zwar noch umstrittene, aber mittlerweile sehr gut nachgewiesenen Biophotonen entdeckt, eine ultraschwache, aber gerichtete, das heißt laserähnliche Strahlung, die jede organische Zelle abgibt. Hier haben wir so ein Blatt und die Biophotonenstrahlung, die man mit den Apparaturen, die Popp und seine Doktoranden gebaut haben, Ende der 80er Jahre messen kann. An Popps Aussage, dass es sich bei der DNA, bei der Junk-DNA, um eine Lichtpumpe handeln könnte, musste ich denken, als ich zum ersten Mal die hier erwähnte These gehörte, dass Schamanen bei ihrem DMT-induzierten Kontakt mit der Geisterwelt die DNA sehen können. Auf den Bildern von Pablo Amaringo, einem Schamanen aus Peru, der von seiner Malerei sagt, dass es sich nicht um Fantasiebilder handelt, sondern um das, was er auf seinen Ayahuasca-Visionen sieht, wimmelt es nicht zufällig von Schlangen und Doppelschlangen. Wir sehen hier links die Doppelschlange ganz deutlich. Benny Shen, Wahrnehmungspsychologe der Universität Jerusalem, hat hunderte von Ayahuasca-Trinkern über ihre Visionen interviewt. Über 70% von ihnen berichten von Begegnungen mit wie immer geatmeten Schlangen. Und Molekularbiologen entdeckten in der Bilderwelt eines akademisch völlig ungebildeten Indios die DNA in Ausfaltungen und Zeichnungen von Chromosomen, die exakt den Darstellungen in ihren hochspezialisierten Fachbüchern entsprechen. Allen Forschungen in den Neurowissenschaften und über die Wirkung von Tryptaminen wie LSD oder DMT zum Trotz wissen wir über die Funktionsweise des Bewusstseins immer noch viel zu wenig, um dieses Rätsel einfach lösen zu können. Eines lässt sich nach diesen Befunden allgemein aber vielleicht sagen, die Analysemethode, das Mikroskop, der Röntgenblick dieser schamanischen Wissenschaftler hat nichts mit technischem Gerät, sondern mit einer Veränderung der Wahrnehmung zu tun, mit einer Neuausrichtung der Antennen, einem Tuning des zerebralen Receivers, ein Blick über die Grenze des Normalbewusstseins, die 9 Punkte, die wir am Anfang gesehen haben, hinaus. Dieser Zusammenhang zwischen psychedelischen Bewusstseinszuständen und der kosmischen Schlange wird noch erstaunlicher, wenn wir uns der Neuzeit und der modernen Entdeckung der DNA zuwenden, die, wenn Jeremy Nabi mit seiner Hypothese recht hat, ja eigentlich nur eine Wiederentdeckung war. Die beiden jungen Wissenschaftler David Watson und Francis Crick, die 1953 erstmals den strukturellen Aufbau der DNA beschrieben, arbeiten eigentlich auf ganz anderen Feldern. Erwin Chagaff, einer der renommiertesten Chemiker seiner Zeit, bezeichnete die beiden wegen ihrer Unkenntnisse auf dem Gebiet der Molekularchemie als wissenschaftliche Clowns. Doch aufbauend auf den Arbeiten anderer Wissenschaftler, auf den Schultern von Riesen, gelang es diesen kleinen Clowns, über den Tellerrand zu schauen und den Aufbau des DNA-Moleküls als Doppelhelix erstmals zu erkennen und zu beschreiben. David Watson soll dabei unerlaubt auf die DNA-Röntgenaufnahmen seiner Kollegin Rosalind Franklin zurückgegriffen haben.
Francis Crick hingegen bewegte sich im Milieu der intellektuellen Bohème in England und benutzte ein Anfang der 50er Jahre völlig neuartiges Thinking Tool, das Denkwerkzeug, auf das er in kleinen Dosierungen dabei zurückgriff, war LSD. Dieser Artikel erschien erst kurz nach dem Tod von Francis Crick im Sommer 2004, denn der Nobelpreisträger hatte dem Bekannten und Journalisten, dem er diese Geschichte erzählt hatte, am Ende des Gesprächs gesagt, wenn Sie auch nur ein Wort davon veröffentlichen, verklage ich Sie. Trotz seines elitären Images als Nobelpreisgenie war Crick ein Partylöwe und ein früher Bewunderer von Aldous Huxley und dessen Experiment mit Mescalin. Er war unter anderem mit dem Autor David Solomon und dem Chemiker Richard Kemp bekannt, die seit Ende der 60er Jahre in Wales eine illegale Großproduktion von LSD betrieben. Zu dieser Zeit gehörte Crick neben den Beatles auch zu den prominentesten Begründern von SOMA, einer Initiative zur Legalisierung von Cannabis. Es ist bedauerlich, dass er, um seinen Ruf zu wahren, auch später nie Details über seine Nutzung von LSD als Arbeitsdroge und Denkwerkzeug veröffentlicht oder darüber gesprochen hat. Auch in einer unlängst erschienenen Biografie sind dazu nur indirekte Belege, aber keine direkten Statements von ihm zu erhalten. Die Überschrift, unter der der Guardian seine Lebensgeschichte vorstellt, scheint aber überaus zutreffend auf die Erfahrung eines Schamanen. Das Genie war in seiner DNA. Die eingangs erwähnte Warnung vor einer simplen Reduktion genialer Erkenntnisse auf die Einnahme von Drogen hat zwar nach wie vor Gültigkeit, in Anlehnung an De Quincys Rinderzüchter, der nur von Ochsen träumt, könnten wir an dieser Stelle vielleicht ergänzen, dass ein Molekularbiologe auf der Suche nach dem Träger des Erbguts, dem man LSD gibt, dann eben von kosmischen Schlangen, einer Doppelhelix, träumt. Dies wäre nur eine nette Anekdote, wären da nicht die 40.000 Jahre alten Höhlenzeichnungen der ersten Schamanen und ihre Zustände der Trance, und wären da nicht die Schlangen, die den Ayahuasqueros am Amazonas ihr Wissen verraten? Und hätte nicht schon Friedrich August, oh, hier haben wir nochmal Crick, Kekulé im somnambulen Zustand ausgerechnet von einer sich selbst verzehrenden Schlange, einem Ouroboros, geträumt, bevor er die sechseckige Struktur des Benzolrings entdeckte und die organische Chemie begründete? Dass Francis Crick also mit LSD als Werkzeug seiner Arbeit experimentierte, könnte nur ein Zufall sein und seine Entdeckung könnte weder mit der durch LSD veränderten Wahrnehmung noch mit seinem Forschungsgegenstand der DNA zu tun haben. Aber wir machen es uns zu einfach, wenn wir alles auf einen Zufall zurückführen, vor allem wenn wir uns einen weiteren Wissenschaftler anschauen, der für seine Forschungen ebenfalls einen Nobelpreis erhielt, Cary Mullis. Er ist mit Sicherheit der einzige Nobelpreisträger, der sich in Badehosen abbilden lässt, was beim Titel seiner Autobiografie Dancing Naked in the Mindfield sogar noch als Zugeständnis gewertet werden kann. Beim Nacktanz im Bewusstseinsfeld entwickelte er in den 80er Jahren die Polymerase-Kettenreaktion, PCR, ein Verfahren, mit dem Abschnitte der DNA einfach kopiert werden können und damit das wichtigste Verfahren der modernen genetischen Medizin. Einige Tage bevor er 1993 dafür den Nobelpreis erhielt, rief ihn sein Mentor von der Berkeley-Universität, Professor Nylans, an und ermahnte ihn, gegenüber der Presse nicht allzu viel zu plaudern. In seinem Buch schreibt Mullis: Joe Nylans sagte, es sei schon in Ordnung, wenn ich über meine Liebe zum Surfen und für die Frauen spreche, aber er dachte, das Komitee wäre schockiert, wenn ich ein Bekenntnis zum LSD abgeben würde. Surfen, Frauen und LSD wäre zu viel, meinte er. Aber Joe wusste, dass ich nicht den Mund halten konnte. In der Tat, in seiner Autobiografie schreibt Mullis nicht nur freimütig über seinen seit 1966 währenden LSD-Gebrauch, sondern auch über einen dem seriösen Wissenschaftler-Image noch weniger förderlichen Kontakt, nämlich den mit einem Alien, den er in der Nähe seiner Waldhütte in Mendocino traf, in Form eines leuchtenden Kaninchens.
Der stand plötzlich am Waldesrand und sagte: Guten Abend, Doktor. Danach erinnert er sich an nichts mehr und findet sich erst am frühen Morgen auf dem Weg zu seiner Hütte wieder. Eine Erklärung für das Ereignis und für die fehlende Zeit hat Cary Mullis nicht. Und er sagt, er wird auch kein wissenschaftliches Papier dazu präsentieren, weil er keine leuchtenden Kaninchen reproduzieren kann. Es ist, was die Wissenschaft anekdotisch nennt, schreibt er, weil es in einer Weise geschah, die sich nicht reproduzieren lässt. Aber es ist geschehen. Zwar schließt sich auch hier wieder ein Kreis von Mythen und Molekülen und mit den merkwürdigen, intelligenten Tierwesen, von dem der spätere Nobelpreisträger Cary Mullis entführt wird, sind wir auch schon wieder bei den Chimären und Tiergestalten der steinzeitlichen Höhlenmalerei und bei den wahren Halluzinationen der Schamanen und dem Fakt, dass uns Aliens wie immer geartete Wesen aus einer wie immer gearteten Ebene oder Dimension seit Anbeginn der Menschheit begleiten. Aber das ist eine andere Debatte. So könnte die Evolution dann eventuell weitergehen. Fassen wir noch einmal zusammen. Da die sogenannte Junk-DNA oder überhaupt die DNA Biophotonen aussendet, emittiert, bedeutet das, dass sie nicht nur ein Informationsspeicher ist, sondern offenbar auch Informationen abgibt und sendet. In besonderen Trancezuständen, die durch psychoaktive Pflanzenstoffe, aber auch durch andere Methoden erreicht werden können, scheint das Bewusstsein in der Lage zu sein, sich auf die molekulare Ebene zu begeben. Diese Methoden der Erweiterung des Bewusstseins wurden vor etwa 40.000 Jahren entdeckt und schlagen sich in den ältesten bekannten Kunstwerken der Menschheit nieder. In dem Kontakt mit intelligenten Tier- oder Pflanzenwesen liegt der Ursprung des schamanischen Heilwissens, und dabei spielen die Informationen, die Schamanen angeblich von einer Schlange enthalten, eine zentrale Rolle. Die mythologische Bedeutung der Schlange und der Zwillingsschlange als Ursprung und Bringer des Lebens erscheint mit der Entdeckung der Zwillingsschlange als Struktur der DNA in einem völlig neuen Licht. Der Mythos entspricht der Realität der Moleküle. Die beiden wichtigsten Entdeckungen zur DNA wurden von zwei Forschern gemacht, die über den Tellerrand des Normalbewusstseins herausschauen konnten und dafür LSD benutzten. Gott wollte seine Geheimnisse an einem sicheren Ort verstecken. Soll ich sie auf den Mond bringen, überlegte er, aber dann könnte eines Tages ein Mensch dahin kommen und es könnte sein, dass die, die dort ankommen, dieses geheimen Wissens nicht würdig sind. Oder sollte ich sie vielleicht in den Tiefen des Ozeans verstecken, überlegte Gott eine weitere Möglichkeit. Aber diese verwarf er aus denselben Gründen. Dann kam ihm die Lösung. Ich sollte meine Geheimnisse in den innersten Bereich des eigenen Geistes des Menschen legen. Dann werden nur die, die es verdienen, in der Lage sein, sie zu bekommen. Diese Geschichte, die einer der Ayahuasca-Trinker erzählte, die Benny Shannon in Brasilien interviewte, hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen macht sie deutlich, dass nicht jeder, der eine psychedelische Substanz nimmt, inspiriert wird, sondern dass es eines vorbereiteten Geistes bedarf. Wer dabei für das Außen nutzbare Erkenntnisse gewinnen will, muss sich innen transformieren. Und nur diese alchemistische Selbsttransformation ist es, die zum Stein der Weisen führt. Ralf Metzner hat das in seinem jüngsten Essays sehr schön dargelegt. Zum anderen gibt diese Geschichte einen Hinweis, dass die eigentlichen Geheimnisse, die Antwort auf die Fragen, wer wir Menschen sind, woher wir kommen und wohin wir gehen, nicht außen im Weltall, in riesigen Teilchenbeschleunigern, in der äußeren Realität zu finden sind, sondern im innersten Sanktum unseres je eigenen Geistes. Und dass die Pflanzen der Götter, die überall auf diesem Planeten wachsen, die Botenstoffe bereitstellen, um unsere Wahrnehmung für diese Geheimnisse zu öffnen. Heißt das nun, dass die Pflanzengeister oder Schlangenwesen, denen die analphabetischen Schamanen ihr Heilwissen verdanken, oder die leuchtenden Kaninchen, die Nobelpreisträgern wie Mullis erscheinen, nur in deren Geist existieren? Wenn wir dem materialistischen Weltbild folgen, müssen wir hiermit Ja antworten und diese Begegnungen als pure Einbildung abtun.
eine unabhängige, nicht physikalische Ebene anzunehmen, die von Intelligenzen bevölkert ist, mit denen wir Kontakt aufnehmen können, diese Vorstellung wirft das gesamte Paradigma der westlichen Wissenschaft über den Haufen. Aber vielleicht sollten wir dem Modell folgen, das von einem Wissenschaftler vorgeschlagen wurde, der unlängst bei einer Umfrage unter 4000 Personen in England als das größte lebende Genie ermittelt wurde. Im Guardian vom 27. Oktober 2007 war die Liste der größten lebenden Genies abgedruckt. Nach Albert Hofmanns Sender-Empfänger-Modell der Realität, sein letzter Vortrag dazu, Naturwissenschaft und mystisch-religiöse Weltanschauung, den er im März 2000 vor der Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen hielt, ist in unserem gemeinsamen Buch abgedruckt. Nach diesem Sender-Empfänger-Modell der Wirklichkeit gibt es nur einen Sender, die gesamte äußere Realität, aber Milliarden von Empfängern, die je individuellen menschlichen Bewusstseine. Und diese können mit ihren Antennen, den fünf Sinnesorganen, nur einen kleinen Ausschnitt der Realität empfangen. Wenn wir aber die Einstellung der Antennen ändern, das kennen wir von jedem Fernseher, werden plötzlich ganz andere Programme empfangen. Albert Hofmann sagt, das Sender-Empfänger-Modell enthüllt die grundlegende Tatsache, dass Wirklichkeit kein fest umrissener Zustand ist, sondern das Ergebnis von kontinuierlichen Prozessen, bestehend aus einem kontinuierlichen Input von materiellen und energetischen Signalen und ihrer kontinuierlichen Dechiffrierung, das heißt Umwandlung in psychische Erfahrung im inneren Raum. Wirklichkeit ist also ein dynamischer Prozess. Sie entsteht jeden Augenblick neu. Diese Sichtweise deckt sich mit der schamanischen Interpretation, dass ihr Bewusstsein, während der Körper in der materiellen Welt verharrt, mit einer parallelen Geisterwelt Kontakt aufnimmt, mit Platons Reich der Ideen, mit der Matrix der Natur, und dass sie in der Lage sind, diese Signale zu dechiffrieren, also Informationen, Wissen daraus zu beziehen. Doch so gut sich das Sender-Empfänger-Modell mit der Sichtweise der Schamanen deckt und so verblüffend die Parallele ihrer Kosmologie einer doppelten Schlange als Lebensbringer mit der Doppelhelix der DNA ist, sie bedeuten einen radikalen Paradigmenwechsel hin zu einer Wissenschaft, in der der Experimentator Teil des Experiments werden muss. Die eigentlichen Geheimnisse des Lebens und der Welt und der Erde sind nicht da draußen zu entdecken, sondern nur über die Wildbahn der eigenen Psyche. Keine Wissenschaft für jedermann, weshalb starke und mutige Entdecker gefragt sind, Pioniere und Kartografen, die sich mit ihrem Bewusstsein in diese unbekannten Regionen der Realität hinauswagen und mit den Füßen, mit beiden Füßen auf der Erde bleiben. In kleinen Dosierungen mögen Substanzen wie LSD oder Psilocybin für vorbereitete Gehirne als nette Denkwerkzeuge oder zu Partyzwecken gefällig sein. Bei höherer Dosierung indessen und entsprechend tieferer Trance stellen sie eine echte Herausforderung dar. Und es ist nicht zu viel gesagt, dass dies die größte wissenschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Spätestens seit 100 Jahren, den Entdeckungen der Quantenphysik, wissen wir, dass die äußere Realität von einem wahrnehmenden Bewusstsein konstruiert wird. Seit sich 1943 das LSD-Molekül von Albert Hofmann entdecken ließ, haben wir ein Werkzeug, mit dem sich das normale Beobachterbewusstsein überschreiten und erforschen lässt. Diese Veränderung der Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung ist die Quelle dessen, was wir Kreativität und Inspiration nennen. Und auch Inspiration in Form göttlicher Offenbarung. Heute vor 46 Jahren fand das berühmte Karfreitagsexperiment statt, bei dem in einer Doppelblindstudie mit 40 Theologiestudenten bewiesen wurde, dass Psilocybin mystische Erfahrungen auslöst. 80% der Kontrollgruppe, die den Pilz bekommen hatte, bestätigte dies, auch in einer Follow-up-Studie, die 25 Jahre später durchgeführt wurde. Wir haben nur eine unendlich kleine Menge Psilocybin erhalten,
aber sie verband uns mit der Unendlichkeit, verband mich mit der Unendlichkeit, beendete einer der Befragten sein Statement. Die neue Wissenschaft, die den Geheimnissen der Schlange und dem Ursprung und dem Sinn des Lebens auf die Spur kommen will, wird ohne Mystik nicht zu haben sein. Hier sehen wir nochmal ein sehr bekanntes altes Symbol, die Köpfe der zwei Schlangen. Nachdem wir nun schon zwei Nobelpreisträger und das laut Umfrage größte lebende Genie zitiert haben, darf zum Abschluss auch Einstein nicht fehlen. Zitat: Der Mensch erfährt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle als etwas von allem anderen Getrennten. Eine Art optische Täuschung des Bewusstseins. Diese Täuschung ist für uns eine Art Gefängnis, das uns auf unser persönliches Verlangen und unsere Zuneigung für einige wenige uns nahestehende Personen beschränkt. Unsere Aufgabe muss es sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien. Ich glaube, dass für alle, die aus eigener Kraft diese Befreiung nicht schaffen, die DNA auf diesem Planeten die Pflanzen der Götter bereitgestellt hat. Jene, zu denen die Schlange einst schon Eva geraten hat. Eva wurde daraufhin bekanntlich Opfer der ersten überlieferten Drogenrazzia und von einem eifersüchtigen patriarchalen Gott aus dem Paradiesgarten gejagt. Doch irgendwann vor 40.000 Jahren entdeckten Evas Nachkommen, unsere Vorfahren, diese Pflanzen wieder. Und sie nutzten sie, um Einblicke in die Geheimnisse der Schöpfung und der menschlichen Existenz zu gewinnen, indem sie wieder Kontakt mit der Schlange aufnahmen. Es wäre fatal, dies als naiven Animismus lächerlich zu machen, denn es waren dieselben Pflanzenstoffe, die auch den Vätern der modernen Genetik halfen, sich diesem Werkzeug zu verweigern, wie seinerzeit die Päpste den Blick durch das Teleskop des Galilei, wäre nichts anderes als ein Rückfall in das Zeitalter der Inquisition. Vielmehr schreien diese hier dargestellten, kurz umrissenen Zusammenhänge danach, weiter erforscht zu werden. Ja, gäbe es in einer vorbehaltlosen, dem Leben und der Erkenntnis gewidmeten Wissenschaft eigentlich kaum ein wichtigeres und dringenderes Thema als die Erforschung der Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit der DNA und der Werkzeuge, die uns bei dieser Erforschung helfen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, der Weg von LSD und anderen Psychedelika zur Inspiration und Kreativität ist keine Einbahnstraße. Es gibt keine Substanz, die man einwirft, um automatisch inspiriert oder kreativ zu sein oder gar erleuchtet. Und ganz wichtig, ich habe es vorhin schon mal gesagt, für die Jüngeren vor allen Dingen, man kann sein Bewusstsein erst erfolgreich erweitern, wenn man schon eins hat. Dann aber können die Psychedelika, wenn sie richtig eingesetzt werden, ein wunderbares Werkzeug sein, dem Gefängnis, von dem Einstein spricht, der optischen Täuschung unseres Bewusstseins zu entkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es geht jetzt hier im großen Saal weiter mit Christian Retsch, der spielt Ihnen tolle Musik vor, und ich bin jetzt unten.